So, heute ist Tag 10. Die Cyanos haben sich weiterhin sehr stark ausgebreitet. Ich habe jetzt auch das Gefühl, der Teppich wird auch immer dicker, die Rotfärbung intensiver. Wenigstens die grünen Fadenalgen, die ja gut sind fürs Becken und auch planmäßig wachsen müssten, verbreiten sich. Leider nicht so schnell wie die Cyanobakterien. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Cyanos auch die anderen Algen am Wachstum hindern, weil diese ja natürlich auch sehr viel Platz einnehmen. Hier sieht man, die Bodenbelege werden immer rötlicher. Schön ist das nicht, aber manchmal ist das halt so bei der Einfahrphase. Und ich mache mir da jetzt auch keine großen Sorgen. Vielleicht kann ich ja schon diese Woche, wenn die Nitratwerte wieder okay sind oder wenn sie überhaupt mal okay werden, die ersten Einsiedlerkrebse einsetzen und die ersten Schnecken auch. Habe mich schon im Internet erkundigt. Es gibt schon einige Arten, die Cyanobakterien gerne fressen. Und ja, da werde ich mich weiterhin erkundigen. Und wenn die Nitratwerte, sage ich jetzt mal, bis Mittwoch sinken, dann werde ich mich auch, also werde ich dafür sorgen, dass ich bis zum Wochenende mal den ersten Besatz bekomme. So, seit 11 Tagen steht mein Becken nun im Zimmer. Aber bevor ich zum Aquarium komme, werde ich euch erstmal meine Wassertests zeigen. So, das sind die Wassertests. Man sieht jetzt, wenn man mit den anderen Tests vergleicht, der Nitritwert ist gesunken, der Ammoniakgehalt bleibt weiterhin stabil. Das heißt, ich bin sehr positiv gesinnt, die ersten Einsiedlerkrebse einzusetzen. Das sollte eigentlich schon diesen Samstag erfolgen, aber ich bin mir, es ist immer noch unklar, ob das Becken dann auch wirklich fertig sein wird. In Sachen Nitritwert, Entschuldigung, scheint es ja ganz okay zu laufen. Er sinkt weiterhin konstant. Ammoniakgehalt ist auch okay. Deswegen könnte ich so langsam die ersten einsetzen, aber ich bin mir halt noch nicht ganz sicher. Das Algenwachstum gefällt mir gar nicht. Die grünen Fadenalgen sind nur minimal gewachsen. Der Cyanoteppich bleibt weiterhin, wird, glaube ich, auch immer dicker. Obwohl hier habe ich noch irgendwie eine kleine Möglichkeit oder habe ich noch Hoffnung, weil da, also meiner Ansicht nach, der Teppich dünner geworden ist, sich teilweise auch aufgelöst hat. Und der sinkende Nitritwert signalisiert ja auch, dass sich Bakterien, also dass sich die sogenannten, in Anführungsstrichen, guten Bakterien vermehren, oder die nutzvollen Bakterien. Nichtsdestotrotz habe ich mir extra Bakterien gekauft. Das werde ich euch morgen oder übermorgen, je nachdem wann es ankommt, nochmal genauer vorstellen. Also entweder am nächsten Tag oder im nächsten Video. Das mache ich ja immer in 3 Tagesabschnitten. Und ja, da hoffe ich mal, dass ich das Riff ordentlich zum Laufen kriege und die Cyanos bekämpfen kann. So, was hat sich eigentechnisch verändert? Ich kann mir diese grünen Belege nicht ganz erklären. Also sieht auf ersten Blick so aus wie irgendwie Fadenalgen, die noch nicht lang genug gewachsen sind, um sie richtig erkennen zu können. Aber das sieht eher, also es gibt ja verschiedene Cyanobakterienarten. Darunter gibt es auch grüne Cyanos. Da habe ich eher die Befürchtung, dass es die sein könnten. Also, sage ich jetzt mal, die einzigen normalen Algen sind halt die auf der Riffrückseite. Hier erkennt man sie ein bisschen, wenn ich näher rangehe. Sonst kann ich halt kaum was erkennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Cyanobakterien die gut verdrängen, also leider gut verdrängen. Kieselalgen sind mir gar nicht mehr aufgefallen, ist auch schwer durch den Cyanoteppich. Ja, der Boden auch mit Cyanos überdeckt und mit so hellgrünen Algen, da bin ich mir nicht ganz sicher, oder auch gelblichen Algen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gut oder ein schlechtes Zeichen ist. Wird sich dann noch ergeben.
Ja, also es macht mich persönlich traurig, aber aufgeben bringt ja auch nichts. Und ich bin auch positiv gestimmt, was die Zukunft anbelangt. Ich glaube, dass gerade durch die Bakterien, die ich jetzt extra erworben habe, sich die Cyanobakterien in naher Zukunft zurückbilden werden. Und ja, mit der positiven Einstellung verabschiede ich mich für diesen Tag. So, heute ist nun Tag 12, wie zu erwarten war. Oder wie ich gehofft hatte, ist heute dieses Weave Major Pro Kit angekommen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist halt so eine Mischung aus Starterbakterien, also aus entnitrifizierenden. Das heißt, sie entfernen so das Nitrit aus dem Wasser, was ich auch bestätigen kann. Also jetzt kann ich gar keinen Nitrit mehr nachweisen. Das heißt, rein theoretisch wäre mein Becken nun bereit, Einsiedlerkrebse und Schnecken aufzunehmen, da Ammonium auch normal ist. Ein sehr positiver Effekt ist noch zu bemerken. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kann man ja werde ich gleich nochmal mit den anderen Tagen vergleichen, löst sich die Cyanoschicht oben auf. Wie gesagt, ich kann mich da irren, ihr könnt mich ja auch korrigieren. Leider ist das Wasser nun ein bisschen trüb, aber ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken. Also korrigiert mich da, wenn ich da irgendwie falsch liege. Ich habe mich jedenfalls an die Dosierung gehalten. Ich habe sogar, glaube ich, immer ein bisschen weniger reingemacht, als da vorgegeben war. Und ja, der Abschäumer hat auch fleißig abgeschäumt. Also deswegen mache ich mir da noch keine großen Gedanken. Wird halt morgen oder übermorgen verschwinden. Was ich nochmal wissen möchte, gern, ich werde es ja gleich hochladen, damit ihr da aktuell bleibt, was diese gelben Belege oder gelb-grünlichen Belege sind. Ob das wirklich Algen sind, irgendwelche Cyanobakterien, oder ob das irgendwie unnormal ist, dass da irgendein Nährstoff nicht in Ordnung ist, so wie Silikat oder so. Habe ich schon mal gehört, dass das auch da für ein Grund sein kann. Und ja, sonst war es das eigentlich von diesem Tag. Wie gesagt, andere Algen sind eigentlich nicht gewachsen. Hier auf der Rückseite, die grünen Algen wurden eigentlich von den Cyanos sehr gut verdrängt, aber ich glaube, dass die sich jetzt so langsam zurückbilden werden. Das freut mich. Und dann sehen wir uns in 3 Tagen wieder. Ich mache ja immer 3 Tage Abschnitte. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video.